Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst. Ich steige wieder in unser gutes Vehikel ein. Habe ich den Autolot hier noch an? Ja, habe ich. Sehr schön. So, mal gucken, ob ich die beiden Bäumchen hier nicht zwischenweg kriege. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den nicht laden kann. Ich dachte genau, in dem hätte ich gerade den Ast abgesägt. Da ist noch einer. Du hast noch einen Ast, gib den her, der soll da nicht sein. So, Folge 258 hatte ich, glaube ich, gesagt, ne, oder? So. Jetzt laden wir dich bitte auf. Na, also geht doch. Folge 258, ja. Heute ist die erste Folge. Von den letzten Folgen. Nein, heute ist die erste Folge. Ne? Wo ich jetzt schon, schwer am Denken bin, wie ihr gerade merkt. Nein, wo ich jetzt schon sagen muss, jetzt ist es das so ziemlich. Alles das, was ihr jetzt noch an Vorschlägen macht, was jetzt den Umzug, die andere Karte und was auch immer alles angeht und Mods und so, werde ich dann wahrscheinlich erst nach dem Start berücksichtigen, weil ich muss dann irgendwann ja auch mal einen Punkt setzen, wo ich sage, jetzt steht's fest, jetzt fange ich erstmal an, damit arbeiten wir jetzt sozusagen. Und in dem Stand sind wir halt heute angekommen. Au, der eine ist jetzt derbe schief gegangen. Ich fahre jetzt mit dem Mikado hier los, was ich mir hier gerade drauf gewürfelt habe. Ja, also wie gesagt, jetzt steht theoretisch alles fest. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht überhaupt noch nichts fest hier. Deswegen gibt es auch hier keine Ergebnisse, kein gar nichts. Das liegt einfach daran, dass ich das hier vorzeitig aufnehmen musste, damit ich genug Zeit hatte, die Karten, das Ganze auch zu testen, zu gucken, was geht, welche Mods sind, eure Mod-Vorschläge rauszusuchen noch, falls auch was Neues dazugenommen wird, was ihr doch geschrieben hattet, das auszuprobieren. Das kostet natürlich alles, deswegen ist der Block jetzt hier, den ich jetzt gerade an den ihr an Folgen jetzt seht, ein bisschen vorzeitig aufgenommen worden. Ne? Aber ist verständlich, glaube ich, auch nachzuvollziehen. Wenn ihr jetzt noch was vorschlagt, heute müsste die Donnerstag, Folge sein, wenn ich mich nicht täusche. Was ihr heute noch vorschlagt, dementsprechend wird nicht mehr direkt zum Release sozusagen, zum Neustart da sein. Es wird ein, zwei Übergangsfolgen gehen, also der Folgenblock hier ist bis Sonnabend da. Ihr habt ja auch bis Sonnabend Zeit, noch abzustimmen. Ich werde eine Sonntag- und eine Montag-Folge wohl machen, wo wir anfangen, hier Sachen abzuwickeln. Sachen, so wie ich das euch angedeutet hatte, dann zu verkaufen, zu veräußern, zu vertun, wie auch immer. Da wird es dann zwei Folgen geben, wo wir die ganze Sache abwickeln. Das wird wohl Sonntag und Montag sein dann. Und ab Dienstag werden wir dann wohl auf der neuen Karte am Start sein. So ist es jetzt geplant. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich schreibe kurzfristig Änderungen dementsprechend rein. Aber bis jetzt ist es geplant für Dienstag. Aha, die meisten fallen jetzt gerade runter, das ist ja auch schön. Ich bleibe diesmal mal gleich im LKW drin hier. Ich habe auch ordentlich geladen, kann man nicht anders sagen, da liegt der ganze Spaß. So, mache jetzt die Hilfe an, wechsle jetzt die Seite, mache jetzt den Autolot an, mache den Autolot aus, wechsle wieder die Seite, mache die Hilfe aus und lade die beiden auch noch ab. So, diesmal machen wir nämlich mal den Gesamtverkauf und nicht ein Bäumchen hinterher, so wie letztes Mal. Na, geht nicht. So, 47.762. Wir sind bei 1.118.000 Euro angekommen. Wir sind bei 846.000 gestartet. Ich würde sagen, wir haben also schon ordentlich was reingenommen. Und wir haben da auch noch ordentlich was liegen, aber wir brauchen ja auch ordentlich Kapital. Wie gesagt, in den zwei Abwicklungsfolgen, die ich machen werde, da werdet ihr dann schön sehen, was wir dann so dafür kriegen können, machen können. Ich werde Sachen zurücksetzen, die werden dann ja beim Shop landen. Werde die da reparieren, wahrscheinlich verkaufen oder sowas. In so eine Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Werden natürlich einige andere Sachen verkaufen. Ich werde, wenn ich es bis dahin noch nicht getan habe, auf jeden Fall auch die, die Pferdegeschichte abwickeln und auch die Tiere dementsprechend verkaufen. Dass wir tatsächlich auch nicht nur mit drei Tieren neu starten sozusagen, sondern dass da schon ein bisschen was zusammenkommt. Das ist jetzt hier gerade ein Ultra Mikado.
Wenn ich hiermit schaffe, durch die Gegend zu fahren, dann fahren wir durch die Gegend wie ein Ritter mit der Lanze hier, so wie es aussieht. Ich glaube, wir werden den Spaß hier neu laden. Das erste Mal, dass ich den jetzt hier neu lade. So, wir bleiben ordentlich stehen. So. Nein, nicht die Kameraposition wechseln. Das ist die Taste gleich daneben. Was soll man machen, ne? Jetzt lade ich hier mal vernünftig ab. Dann werden wir mal in kleinen Portionen wieder aufladen. So. Aufladen. Bitte richtig hinfallen. Danke. Aufladen. Richtig hinfallen. Sieht alles so gut aus. Und bitte runterrutschen. Sehr gut. Ja. Bist du nur ein Quertreiber schon wieder? Aber wir haben alles drin. Okay. Autolot aus, festbinden, losfahren. Ja, wie gesagt, wir haben noch die Folge heute, dann noch zwei andere, wo wir hier versuchen, Geld zu machen. Dann zwei Folgen, wo wir Geld machen, indem wir alles andere verticken, was nicht nagelfest ist, hier so wie es aussieht. Und mit der Kapitalgeschichte werden wir dann starten ins neue Leben sozusagen. Auf einer neuen Karte. Warum wir das ganze Kapital brauchen, hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe es nicht zur Wahl gestellt. Ich sehe es einfach mal so als Grundvoraussetzung und ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid. Ich werde hier auch Baumwolle machen. Das Wort Baum kommt drin vor, damit ist das legitim. Scherz, ja, ich weiß, aber ich mache sonst nirgends Baumwolle und auch selten überhaupt Baumwolle irgendwo. Genauso wie auch Zuckerrohr, ne? Ist auch was man nicht so oft macht. Aber Baumwolle finde ich natürlich durch die DLC sehr interessant. Auch die 10.000 Liter Rundballen finde ich super. Und auch die Verladungsgabel, die man kriegt. Und damit kann man sie auch verkaufen. Ne? Man kann es einfach hinfahren zum Händler und sagen, hier sind meine 30.000 Liter. Ich habe 13.000 Liter Ballen, gib mal Geld. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Das heißt, das ist dann die Alternative zu Pappeln. Bäume. Ne? Tiere. Und Baumwolle. Ich finde, es gibt ja noch ein bisschen so, ja, eine gute Möglichkeit mehr, wenn man sonst, ne, also ich habe ja dann kein Erntefahrzeug oder sowas gekauft. Ihr könnt natürlich immer noch schreiben, ich weiß es nicht, ich habe es glaube ich schon mal die Tage erwähnt, das werden wir dann wahrscheinlich nicht direkt umsetzen können, ich muss mal gucken, wie ich es noch hinkriege, ob wir uns Geräte leihen sollen, um ein Feld mal zu bestellen mit Weizen und mit Hafer, um auch die Tiere selber zu versorgen, oder ob ich dafür wieder Verkaufsstellen setzen soll. Das ist natürlich eine Geschichte, die könnt ihr dann sozusagen wieder mal mitbestimmen, indem ihr es einfach eine Runde schreibt. Ich habe es aber schon angedeutet gehabt, also wenn ihr jetzt was noch dazu schreibt und ich habe es schon erledigt sozusagen, weil ich schon von euch die Sprüche passend habe, dass ihr sagt, ja, nö oder wie auch immer, dann kann es sein, dass es schon, ne? Wenn natürlich jetzt dann 1000 Leute dagegen sind, dann werde ich es natürlich anders planen. Und dann halt die Maschinen nicht leihen und dann die Verkaufsstation noch hinstellen. Das kann ich auch kurzfristig hinterher erledigen. Ich spiele schon wieder hier Donkey Kong mit meinem Lanzenlauf hier oder sowas. Aber ich lasse das jetzt mal durchgehen. Weil wir wollen ja schließlich den Spaß hier noch verkaufen. Und ich will es ja auch nicht wie Kunter Kinte hier hinterlassen. Und es kann natürlich auch gut sein, dass ich... Da wir jetzt ja noch zwei Folgen haben, vielleicht auch schon die ersten Verkaufsgeschichten machen. Dass man die Übersicht behält. Sprich Geräte, die wir dann eh nicht mehr brauchen. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich nicht unbedingt eine Tierversorgung brauchen. Wir gucken mal ganz kurz. Sind jetzt ja hauptsächlich beim Holz gewesen. Ihr seht selber Hühner, ne? Das überleben die. Kühe, das werden die bis dahin auch überleben. Sauber machen können wir sie nochmal. Aber Wasser und Stroh sieht alles mehr als gut aus, ne? Und Schafe werden es auch überleben. Und Pferde werden es erst recht überleben. Das heißt also, wir brauchen zum Beispiel nichts mehr von der Tierversorgung her. Es kann also gut sein, dass sie in der Folge, ja, ne, vielleicht nicht gerade morgen, weil wir werden ja noch Holz verkaufen müssen, eine ganze Menge oder sowas. Aber in der letzten Folge vielleicht schon anfangen, ein, zwei Sachen zu verkaufen. Weil ich werde das natürlich dann hier passend liquidieren, weil ihr habt ja gesagt, wir sollen umziehen. Nicht neu anfangen, sondern umziehen war der... das, was ich am meisten mitgekriegt hatte. Und auch die eigentliche Idee.
Und wie gesagt, es wird nicht einfach werden. Dadurch, dass wir nicht mehr Bäume auf Felder anpflanzen werden, sondern nur aus dem Wald holen werden. Und wir werden Baumwollmaschinen und sowas am Anfang gleich kaufen. Und alleine das kostet schon fast 1 Million. Also unser Geld wird so, so locker nicht sein, sag ich mal so. Und die Menge Bäume so zu verkaufen, so wie jetzt, wird es auch nicht sein. Weil wir müssen natürlich dann anders arbeiten. Wir werden natürlich dann auch hingehen und sagen, okay. Wir müssen natürlich das, was wir denn, wenn wir irgendwo 10, 20 Bäume, 30 Bäume weghauen, müssen wir natürlich auch nachforsten da an der Stelle. Ne? So simpel ist es halt. Ja, und ich sehe natürlich den Hauptpart, dass ein Feld hier billiger sein wird, wie ein Waldstück zu kaufen. Das ist der Punkt. Ne? Und davon gehe ich mal aus. Komm her, was hast du für ein Problem? Du hast ein Auerchen. Das nehmen wir doch jetzt mal eine Runde ab. Jetzt willst du mir also sagen, du hast noch ein Auerchen. Nein, du willst sagen, du willst dich widerspenstig verladen lassen. Ah, okay. Sag das doch. Da habe ich natürlich jetzt das Problem, dass du... Ja. Du bist korrigiert worden, das ist doch schön. So, wir machen es aus, wir machen es fest und wir fahren los. So, dann setze ich ein Stückchen rückwärts. Dann komme ich hier auch schön um die Ecke rum. Den da muss ich auch nochmal mitnehmen. Ihr seht, so super viele Bäume sind es nicht mehr. Aber wie gesagt, wir gehen dann so langsam mal hier in die Abwicklungsgeschichte, ne? Ich werde einen der kleinen Traktoren oder einen der Traktoren schon mal zum Hof beamen. Ich werde da das, was wir nicht mehr gebrauchen, dann in der Folge morgen oder übermorgen, übermorgen wahrscheinlich eher dann hinstellen. Auch runter beamen, reparieren lassen und dann verkaufen. Dass ich möglichst schnell oben rechts eine Endsumme habe. Dann werde ich überall den Neupreis verkaufen, weil ich werde jetzt keine Geräte kaufen. Ich werde die Mods wieder aktivieren, auch die, die ihr neu dazu haben wolltet, auch die, die ihr gerne wiedersehen wolltet, auch die, die ich gerne neu haben wollte, auch die, die ich gerne wiedersehen wollte, so halt, ne? Und die werde ich alle neu kaufen. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht irgendwelche Gebrauchtkram oder sowas da, ne? Nö, sowas machen wir nicht. So, den Spaß habe ich hier verkauft. Warum ich jetzt gerade hier durch die Gegend skippe, das seht ihr jetzt gleich. Ich habe da mal eine runde Wolle liegen, sozusagen. Und die Wolle werde ich jetzt mal eine Runde wegschieben. Das ist eigentlich schon die ganze Idee. So. Ja, selbst die Sachen, die, ne? Also ich werde hier dann alles an Gerätschaften verkaufen, dass wir es dann neu holen können. Ich muss auch noch mal gucken, ob ich das jetzt innerhalb oder außerhalb der Folge mache, dass wir noch mal die Wolle oder sowas da noch verkaufen, die Eier doch mal verkaufen, gucken, was wir noch für Milch haben und sowas, ne? Das müssen wir natürlich alles noch geregelt kriegen. Dafür haben wir jetzt noch 2 Folgen, in denen ich damit anfangen kann. Ich will natürlich erst den Holzpart zu Ende machen und dann halt 2 Folgen, wo wir das Ganze abwickeln selber. So, da sind wir wieder. Wir wollen natürlich jetzt noch sehen, dass wir den Holzpart fertig machen. Also, Rest von heute und 4 Folgen. Dann sind wir durch mit der Felsbrunn. So sieht das aus. Jetzt kommt der spannende Part. Wie viel Geld holen wir raus aus dem ganzen Spaß hier? Alles, was wir nicht brauchen, werden wir verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwo für Silage oder für... Ich glaube, für Futter haben wir, glaube ich, keinen Platz, wo wir was verkaufen können. Ich weiß aber nicht, ob wir Silage verkaufen könnten oder sowas. Oder ob das wegmäßig zu weit ist. Wenn das wegmäßig zu weit ist, werde ich einen etwas geringeren Preis ansetzen und uns das umrechnen lassen. Damit wir dann nicht hier 14 Tage Kleinzeug durch die Gegend fahren müssen. So, das ist natürlich jetzt hier nicht so das geschickte Ranfahren gewesen, das gestehe ich ein. Das sieht auch aus wie ein ganz furchtbares
Neu laden. So. Nö, sieht eigentlich aus, als wenn das gerade noch geklappt hätte, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, fahren wir die Runde noch. So, was haben wir denn da noch? Ein oder zwei Ladungen, schätze ich, haben wir noch. Die werden wir in der nächsten Folge dann auch mal noch machen. Dann werden wir die Baumstümpfe da mal eine Runde wegraspeln und dann werden wir uns mal so langsam um das Spektakel hier kümmern. Wir haben hier einige Sachen, die wir nach unten transportieren werden müssen, sollen sein oder so ähnlich. Wie gesagt, wir machen vielleicht noch eine Wolltour, eine Eiertour, eine Milchtour. Gülle und Mist wird sich nicht lohnen, damit noch durch die Gegend zu fahren. Das werden wir dann nicht unbedingt noch provozieren, sozusagen. Das muss dann nicht, ne? So. Ich lade das Ganze hier noch freundlich ab. Hab natürlich festgestellt, dass ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt hatte. So. So. Jetzt muss es klappen. So, den Fahrrad verkaufen wir noch eben. Dann sind wir nämlich leider schon wieder durch mit der Folge für heute. So schnell geht's. Ja, wie gesagt, wir machen noch zweimal im Holz und dann fangen wir an mit der Abwicklung. Zwei Abwicklungstage werden wir dann insgesamt haben, um das Ganze hier zu liquidieren und dann werden wir umziehen. So sieht's aus. Ich weiß leider immer noch nicht wohin, aber das werde ich spätestens in den Umzugs letzten beiden Übergangsfolgen werde ich wissen, wo es wie wann hingeht. Dann sollte das Ergebnis für mich klar sein. So. Gerne, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und auch ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank und dann, ja, bis morgen.